Was zum... Wow, sieh mal, da sind zwei abgedeckte Teller. Oh, wow. Ja, unglaublich. Daniel und Madison haben beide eine Colaflasche bekommen. Was? Es riecht nach Schokolade. Es ist Schokolade. So lecker. Aber schau, wie ich meine Cola trinken werde. Kabum! Oh, wow. Wie hast du... Das sieht aus wie 100 Gläser. Jetzt werde ich die Cola von oben einschenken. Auf geht's, Leute. Oh, warte. Meine Schoko-Cola-Flasche hat Mentos drin. Hey, Madison, was ist das? Was? Wo? Was ist das? Oh je, Daniel hat eine katastrophale Überraschung. Das wird gut werden. Daniel, ich sehe nichts. Naja, schenken wir die Cola ein. Was? Warum geht die Cola in Rauch auf? Daniel, was hast du getan? Hm? Oh, das ist toll. Das ist noch besser. Oh, wow. Okay. 1, 2, 3, los geht's. Das Spiel scheint in dieser Runde etwas unfair zu sein. Das ist unglaublich. Ich habe hunderte Bonbons. Was? Wieso konnte ich nur einen bekommen? Und es ist weg. Ich weiß nicht, wie ich sie alle essen soll. Ich hab's. Lass uns dieses Poppet benutzen. Hey, was machst du denn? Oh, okay. Das ist so entspannend. Na toll, die perfekte Gelegenheit. Sei einfach still. Ah, das ist so gut. Das ist wirklich das Beste, was mir je gelungen ist. Hey, was? Wie kannst du es wagen, mich zu beklauen? Gib das her. Oh, vielleicht kann ich dieses Poppet benutzen? Ich weiß, ich habe eine tolle Idee. Wir nehmen die geschmolzene Schokolade und gießen sie rundherum in die Löcher des Poppet. Aber das ist noch nicht alles. Wir benutzen auch die Bonbons, um noch mehr leckere Superbonbons herzustellen, denen niemand widerstehen kann. Selbst die Besten der Besten würden neidisch werden. Jetzt können wir essen. Kann ich auch was haben? Nein, natürlich nicht. Wer klaut, bekommt nichts. Wir sind bereit für eine Herausforderung. Ein Pfannkuchen und Schlagsahne? Erstaunlich, genau das wollte ich. Okay, du bist dran, Madison. Jetzt geht's los. Oh, wow. Ich habe 100 kleine Pfannkuchen. Das sieht wirklich unglaublich aus. Das macht nichts. Ich kann diesen Pfannkuchen trotzdem essen. Ja, lass uns etwas Sahne dazugeben. Vergessen wir die Streusel nicht. Oh ja, das ist ein leckerer Pfannkuchen. Hey, Daniel, schau mal, wie ich meine Pfannkuchen essen werde. Ich brauche nur einen Pfannenwender. Und natürlich etwas Speck. Flipp den Speck direkt zur Chefköche. Hey, heute werden wir diesen leckeren Speck in einer Pfanne anbraten. Ich brauche mehr davon. Ja, ja, sieh dir das an. Also gut gebackener Speck im Anmarsch. Voila. Siehst du, wie gut das ist? Ich glaube, ich verliere die Kontrolle. Lass mich nur ein bisschen... Nein. Aua. Du bekommst nichts. Ich brauche Ahornsirup. Ja, genau so. Zeit zum Futtern. Ja, das ist gut. Das sieht sehr vielversprechend aus. Soll ich den Anfang machen? Ja, mach das. Ein Augapfel? Was? Ein Augapfel? Ja, viele Augäpfel. Irgendwie muss ich dieses Auge essen. Ich hab's. Noch eine Serviette als Lätzchen. Perfekt. Lass uns versuchen, dieses Auge zu essen. Was? Selbst mit Messer und Gabel ist es unmöglich, dieses Auge aufzuspießen. Oh, ich kann nicht. Ich kann es einfach nicht. Du wirst so oder so gefuttert werden. Dann fahre ich große Geschütze auf. Ist das Blut? Warte mal. Das schmeckt mir eher wie Sirup. Zeit, meine Krallen auszufahren. Augen mit meinen Krallen zu essen ist das Beste. Das ist so gut. Jetzt kann ich endlich auch mein zerquetschtes Auge essen. Diesmal gewinnen wohl beide. Hey, Daniel, lass uns Steinschere Papier spielen, um zu entscheiden, wer als erstes öffnet. Na gut. Und los geht's. Juhu, jawohl, ich bin die Gewinnerin. Okay, dann fange ich jetzt an. Was? Ein Stück Wassermelone? Ich liebe Wassermelone. Um die Sache aufzupeppen, kann ich diesen Sternenausstecher benutzen, um eine Sternmelone zu machen. Lass sie uns auf den Spieß stecken. Aber warte, nimm mir noch ein paar Eiswürfel. Ich habe einen gefrorenen Wassermelonenstern. Aber warte, was ist mit Honigsenf? Ja, das ist richtig. Ich gieße Honigsenf auf die Wassermelone. Lass uns das mal probieren.
Oh, wow, das ist wie Eiscreme, die man hier haben kann. Genug mit den Spielchen. Was ist unter meinem Deckel? Eine riesige Wassermelone? Wow, lass uns erst ein Loch machen. So cool. Jetzt ist es an der Zeit, einen Zapfhahn anzubringen. Still, still. Jetzt noch ein Glas, um mir einen frischen Saft zu gönnen. Pumpe es auf. Ein volles Glas mit frischem Wassermelonensaft. Was könnte besser sein? Wie wäre es mit eiskalter Wassermelone? Ich bin schon gespannt, was wir jetzt bekommen werden. Was? Du hast ein winziges bisschen Spaghetti. Das ist unfair. Wie sollen wir das essen? Es gibt kein Besteck auf dem Tisch. Du hast recht. Warte, was ist das? Ein Glücksrad. Dort können wir unser Besteck erspielen, um unsere Spaghetti zu essen. Also gut, ich fange an. Los geht's und... Was? Eine Schere? Ernsthaft? Na gut, dann nehmen wir eben eine Schere. Okay, das ist schwieriger, als es aussieht. Wie soll ich das aufheben? Oh ja, Madison, du machst das toll. Okay, jetzt bin ich dran, das Rad zu drehen. Los geht's. Und es ist ein Kamm? Was zum? Das ist ja noch schlimmer als eine Schere. Na gut, dann machen wir es. Ja, komm her, Spaghetti. Packen wir es an. Oh, weißt du was? Ich brauch sie nicht. Ich werde einfach meine Hände benutzen. Los geht's mit diesem lustigen Spiel. Hey, Daniel, tu alle Spaghetti auf deinen Kopf. Ja, genau so. Oh, ekelt, ich bin ganz mit Spaghetti bedeckt. Wenn du wie ein Höhlenmensch isst, dürfte das kein Problem sein. Sehr witzig, Madison. Zeit für eine weitere Herausforderung. Das ist ein Stück Pizza. Yay! Hier kommt meine. Warum habe ich ein Stück Käse und eine Reibe dazu bekommen? Macht euch keine Sorgen, ihr seid bei 100 Schichten Käse. Oh, das bedeutet, dass du 100 Lagen Käse auf deiner Pizza haben musst, Daniel. Na gut, dann mal los. Los, Daniel, käsiger kann es nicht mehr werden. Warte, ich weiß, ich kann diese Mikrowelle benutzen, um mein Pizzastück aufzuwärmen. Ich schiebe sie einfach rein, schließe die Tür und los geht's. Ein paar Sekunden und sie ist fertig. Wuhu! Au, autsch, 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 es ist heiß, 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 heiß. Psst. Für diese geheime Operation brauchen wir etwas scharfe Soße und Ketchup. Jetzt mischen wir diese beiden Dinge zusammen. Hey, Madison, möchtest du vielleicht etwas Ketchup? Klar, schütte ihn drauf. Oh Mann, ich liebe Ketchup. Oh Mann, das wird großartig. Ich kann es kaum erwarten, einen Bissen zu nehmen. Die perfekte Gelegenheit, um ein Pizzastück mit Käse aufzuwärmen. Los geht's. Oh, das ist so scharf. Jetzt ist alles gut. Wie kannst du es wagen, mich so auszutricksen, Daniel? Also gut, ihr beiden, was wartet als nächstes auf euch? Nur ein Oreo? Was ist denn das für ein Witz? Ich habe jede Menge davon. Ich kann mir einen Oreo-Turm bauen. Du musst nur die Creme entfernen und auf ein Oreo legen. Und los geht's. Das ist der Turm, den ich gebaut habe. Ich glaube, ich habe wieder einmal eine tolle Idee. Das ist die perfekte Gelegenheit, Madison einen Streich zu spielen. Anstelle des Toppings werde ich Zahnpasta drauf machen. Oh ja, das wird ein Spaß. Endlich habe ich meine Pumpe gefunden. Pumpen wir sie auf. Oh nein, das wird nicht gut ausgehen. Dieser Mini-Oreo wird bald ein riesiger Oreo sein. Was? Was? Was ist passiert? Daniel, sieh dich an. Du hast ja Schnurrbart und weiße Haare. Sieh dich an. Du siehst aus wie der Weihnachtsmann. Geht's?